Hallo und herzlich willkommen. Es grüßt euch der Influencer zu seinem allerersten Tutorial für Blender. Und zwar möchte ich heute mit euch folgende Szene nachbauen, die im Endeffekt dann so ausschauen soll. Zwei schöne Flaggen, die sich im Wind bewegen, die im Wind schön flattern, mit einem schönen, ja doch halbwegs, wie ich finde, realistischen Faltenwurf. Das Ganze vor einer schönen Abendszene. Und ihr werdet sehen, dass das Ganze gar nicht so schwierig ist und relativ schnell zu bewerkstelligen ist, das Ganze. Dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Öffnen eine neue Szene. Den Würfel schmeißen wir mal da raus. Dann werde ich mal noch hier die Shortcuts aktivieren, damit ihr sehen könnt, was ich hier so treibe. Dann für die Flagge werden wir uns eine Plane adden. Und die skaliere ich jetzt mal entlang der X-Achse ein bisschen länger, dass wir ein schönes Rechteck kriegen. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen nach oben bringen. So, dann haben wir unsere Flagge jetzt in der Grundstruktur schon mal fertig. Und ich würde sagen, wir kümmern uns auch gleich mal um den Fahnenmast. Den werde ich aus einem Zylinder gleich erstellen. So. Dann werden wir uns den mal schön zurechtrücken. So, das ist jetzt relativ rudimentär mit diesem Mast. Das könnt ihr dann noch schöner machen. Mir geht es jetzt im Wesentlichen einfach um die Flagge an sich und um die Simulation. So, aber ungefähr, glaube ich, schaut das schon ganz gut aus wie ein Fahnenmast. So, jetzt haben wir schon mal unsere beiden Hauptobjekte, die wir brauchen. Die Fahne, die an dem zugehörigen Mast hängt. So, jetzt haben wir hier folgende Einstellungen zu tätigen, damit das Ganze dann auch funktioniert. Und zwar hier im Properties-Fenster ganz rechts gibt es den Button für die Physics Modifier. Und da gibt es hier den Cloth Simulation Modifier. Den werden wir jetzt mal aktivieren bei angewählter Plane. Und dann gibt es hier diverse Einstellungen. Da kommen wir dann jetzt gleich noch drauf. Was uns jetzt am Anfang interessiert ist, jetzt haben wir den Modifier schon hinterlegt. Der ist jetzt auch hier unter dem Reiter der Modifier schon drin. Da gibt es den Cloth Modifier schon drin. So, jetzt ist quasi unsere ja, Simulation hat jetzt schon einen Eintrag mit diesem Modifier. Jetzt kann ich die schon mal starten. Und was passiert? Die Flagge haut einfach ab und verschwindet, weil wir noch nichts weiter definiert haben. Und Blender weiß zwar jetzt, dass es irgendein Textil sein soll, aber er weiß noch nicht recht, was er damit anfangen soll. Und darum müssen wir jetzt Folgendes noch konfigurieren. Ich blende mal hier den Mast kurz aus, dann können wir besser arbeiten. Und zwar, wir müssen jetzt Blender mal sagen, dass dieses Ding nicht mehr abhauen soll und einfach der Schwerkraft folgen, sondern es soll an diesen Punkten hier, an den linken Ecken, soll es ja am Fahnenmast hängen. Und das können wir hier definieren, und zwar hier mit der Einstellung Pinning. Wenn ich jetzt hier Pinning aktiviere, dann gibt es hier noch ein Feld, da kann ich eine Vertex Group auswählen. Da steht jetzt nichts drin, weil wir noch nichts definiert haben. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich wähle hier die beiden Vertices aus und erstelle eine neue Gruppe. Dann gehe ich hier auf Assign und dann nenne ich die einfach mal Pin, die Gruppe. So, und wenn ich jetzt hier in unserem Modifier in das Feld gehe, dann ist jetzt diese Vertex Group hier drin. Die wähle ich jetzt an. Und wenn ich jetzt auf Animation starten gehe, dann sieht man schon, dass die beiden Vertices da festhängen. So, jetzt können wir natürlich, das sieht noch sehr bescheiden aus, das Ganze. Und wir müssen jetzt unsere Plane noch ganz fein unterteilen mit einer Subdivision-Funktion, weil wir natürlich mit vier Vertices nicht wirklich weit kommen werden in dieser Simulation. Dazu wähle ich jetzt die Plane komplett an und rufe mir falsche Taste. Rufe mir hier mit der Taste W unser Menü auf und gehe hier auf Subdivide. Das ist uns jetzt noch zu wenig, jetzt hat er es bloß einmal unterteilt.
Ich werde jetzt hier links im Tool-Fenster mal den Wert 50 definieren, weil das kommt dann ganz gut hin und bringt dann schon mal ein brauchbares Ergebnis. Dann gehe ich schon mal hier auf Shade Smooth und wenn ich jetzt hier die Animation noch mehr starte, dann macht er komische Sachen. Alles Mögliche, aber nicht das, was er soll. Weil Blender jetzt Folgendes gemacht hat: Wenn hier schon eine Vertex Group definiert ist und ich dann danach ein Subdivision vornehme, dann übernimmt er fast alle Vertices in dieser Gruppe. Und das können wir natürlich nicht gebrauchen. Darum werde ich die jetzt einfach mal mit dem Remove-Button alle rausschmeißen. Und dann werde ich mir hier nochmal ganz gezielt für meine Ecken oben und unten ein paar Vertices raussuchen. So 5, 6 Stück jeweils oben und unten ungefähr. Dann klicke ich hier wieder auf Assign. Kontrollieren wir nochmal mit Select. Jetzt hat er die übernommen, die ich haben will. Und dann starten wir das Ganze nochmal. Und dann könnt ihr schon sehen, dass das schon mal ganz gut funktioniert. Und auch sich im Wesentlichen schon mal wie ein Textil verhält. Nur was komisch ausschaut, das Mesh, das fällt durch sich selber durch. Und das ist ein unschöner Effekt, der natürlich nicht besonders realistisch ausschaut, den wir aber jetzt auch gleich beheben werden. Und zwar wieder in unserem Close Modifier gibt es hier unten die Einstellung Close Collision. Wenn ich das jetzt öffne, dann gibt es hier einen Haken, den man setzen kann für Self-Collision. Das heißt, dass die Flächen miteinander kollidieren dürfen. Was dann zur Folge hat, sehen wir jetzt gleich, dass eben nicht mehr dieser Effekt passiert, dass es durcheinander durchfällt. Hier sieht man dann schon schön, wie sich hier das quasi das Material aufstaut. Ja, so immer funktioniert es noch nicht ganz. Könnte man jetzt noch hier unten diverse Einstellungen durchführen. Das sparen wir uns jetzt aber, weil der Wind, den wir da noch installieren werden, das wird ja sowieso die Flagge in die Horizontale blasen. Und dann haben wir hier unten mit dem Eck auch kein Problem. Also ist das jetzt für uns erst einmal da unten nicht relevant. Ihr könnt ja gerne da unten ein bisschen rumspielen. Ich habe mich jetzt mit der Close Collision an sich jetzt noch nicht so näher befasst. Man kann ja dann auch noch Vertex Groups definieren, die dann Verschiedenes können und so. Aber das brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Was für uns jetzt wichtig ist, ich blende mal den Masten wieder ein. Das ist natürlich der Wind. Der soll natürlich dementsprechend auf die Flagge einwirken. Den werden wir jetzt einfach mal adden mit dem Add-Menü Shift und A. Dann gibt es hier unten den Eintrag Force Field. Und da gibt es jetzt ganz viele Entities, die alles Mögliche können. Uns interessiert jetzt aber erst einmal nur der Wind. Oder überhaupt in diesem Tutorial interessiert uns jetzt eigentlich nur der Wind. Dann erscheint hier so ein Propeller-Gizmo. Der Pfeil zeigt immer die Windrichtung an. Momentan liegt er so, dass er nach oben blasen würde. Das braucht man natürlich nicht. Darum rotiere ich den jetzt mal auf der Y-Achse. Dann richten wir uns den Wind mal so aus, wie wir ihn haben wollen. Ungefähr so. Ja, vielleicht ein bisschen leicht oberhalb. So. Dann empfiehlt sich's, dass man den Wind auf der Z-Achse ein paar Grad verdreht. Nur so ganz leicht. Das gibt dann einen besseren Effekt. Dann bläst er nicht ganz so auf der X-Achse in die Flagge rein, sondern ein bisschen versetzt einfach. Ich habe den jetzt einfach mal so, so knapp 5 Grad gedreht. So, und wenn wir jetzt unsere Animation wieder starten, bevor ich das mache, sollte ich erst einmal speichern. Für den Fall, dass irgendwas nicht so läuft, wie es geplant ist. So, wenn ich jetzt die Animation nochmal starte, schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja, eigentlich nicht wirklich was. Der Wind verhält sich eher so, als wäre er gar nicht da. Das liegt daran, dass die Stärke des Windes noch viel zu gering ist. Die müssen wir noch deutlich erhöhen. Wir haben jetzt hier in den Physics-Button hier, wenn der Wind angewählt ist, ist der Wind auch schon drin mit einer Wind-Simulation, mit einem Wind-Simulation-Modifier. Und da werden wir jetzt ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar werden wir erst einmal die Stärke erhöhen. Die werde ich jetzt gleich mal auf 1000 raufschrauben. Das klingt jetzt ziemlich viel. Aber
Ich habe da viel rumprobiert und habe festgestellt, mit einem Wert unter 700 kommt man eigentlich jetzt nicht unbedingt weit. Das hängt natürlich dann im Wesentlichen auch davon ab, welches Objekt will ich beeinflussen, wie groß ist das, was ist da für Masse definiert und so weiter. Aber das schauen wir uns jetzt dann eh gleich noch an, weil wir für die Flagge an sich auch noch ein paar Änderungen und Einstellungen vornehmen werden. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Wind. Die Stärke haben wir jetzt definiert. Dann gibt es hier die Einstellung Noise. Die definiert, wie unregelmäßig oder ob überhaupt der Wind unregelmäßig blasen soll. Weil momentan bläst er eigentlich wie ein Föhn oder wie ein Föhn eigentlich, also immer ganz gleichmäßig und das entspricht natürlich nicht einem natürlichen Windverhalten. Darum werden wir das jetzt ein bisschen ändern und werden für die Noise einfach mal den Wert 10 definieren. Also ich habe diese ganzen Werte, die ich euch jetzt hier vorsetze, die habe ich einfach schon ausprobiert und da ein bisschen rum gespielt. Und habe einfach mit diesen Werten ganz gute Werte, ganz gute Ergebnisse erzielt. Aber ihr müsst euch das halt einfach selber nochmal anschauen und da einfach rumspielen. Und je nachdem, wie es euch dann gefällt, dann eben entsprechend einstellen. Der Wert Seed, der beeinflusst die Noise auch noch zu einem gewissen Grad. Und da habe ich einfach mal den Wert 50 als ganz gut erachtet. Der Rest kann eigentlich so bleiben. Und jetzt schauen wir einfach nochmal, was jetzt passiert. Ja, man sieht jetzt schon, dass der Wind schon einen Einfluss hat. Der Wind bläst schon mal unser Textil wieder von sich weg. Man kann ja übrigens ganz gut sehen, wenn ich die Frames nochmal zurückgehe, dass wir hier natürlich, weil wir für den Fahnenmast keine Collision definiert haben, jetzt hier unser Mesh der Flagge durch den Fahnenmast durchgreift. Wir könnten jetzt Folgendes machen, dass wir jetzt hier für den Fahnenmast hier noch einfach die Collision aktivieren. Auch in den Physics wieder einfach auf Collision klicken. Müsste aber eigentlich jetzt nicht unbedingt sein für diese Szene, weil er die Flagge in die Richtung, in die X-Achse geblasen wird, im Endeffekt. Auch wenn es am Anfang beim Starten der Simulation ein bisschen komisch ausschaut, aber im weiteren Verlauf wird er die Flagge eigentlich in der Waagerechten gehalten. Aber ich habe es jetzt mal angeklickt, ihr könnt euch ja dann auch einfach damit spielen und schauen, was euch besser gefällt. So, also wie gesagt, der Wind, der macht hier schon mal ganz, ja, ganz nette Sachen, aber irgendwie so wirklich schaffen tut es nicht. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass der Wind noch nicht stark genug wäre, sondern das liegt an der Definierung unseres Textils. Bei angewählter Plane gehen wir jetzt nochmal in unsere Physics-Einstellungen und werden jetzt hier ein paar Einstellungen noch vornehmen. Und zwar interessiert uns jetzt primär erst einmal hier die Einstellungen, die unter dem Reiter Material zu finden sind. Das Material definiert jetzt hier kein Blendermaterial, wo man Texturen und Farben und so weiter definieren kann, sondern da geht es um das Material des Textils. Da haben wir zum Beispiel hier die Masse. Wie schwer ist unser Ding oder wie schwer soll es sein? Und die steht auf 0,3. Die habe ich noch wesentlich weiter runter und habe da mal 0,08 definiert, weil ich habe mir vorgestellt, das sollte so eine, ja, Satin- oder Seidenflagge sein, die da im Wind sich bewegt. Und das ist natürlich ziemlich leicht auch, dieses Material. Dann gibt es bei der Struktur, was man hier definieren kann, kann man eben noch definieren, wie soll sich denn das Material verhalten? Soll sich eben wie schon gesagt, wie ein dünnes Seidenmaterial verhalten oder doch vielleicht wie irgendein starrer Filz oder dergleichen. Und je höher der Wert ist, desto steifer wird das Ganze. Und darum habe ich den Wert einmal auf 2 runtergesetzt. Dann gibt es hier noch Stiffness, das beeinflusst auch noch die Steifigkeit zusätzlich. Die kann man dann zusätzlich nochmal definieren. Und die habe ich mal auf 0,2 gesetzt. Dann haben wir beim Bending noch folgende Beeinflussung, und zwar das Bending, das definiert, wie stark sich das Material dehnen soll. Also 0, es dehnt sich gar nicht und dann, ich weiß gar nicht, wie weit man das eigentlich hochschrauben kann. Oh ja, doch, um einiges. Das Bending, das habe ich auf 0,3 mal gesetzt. Also ja, minimales Dehnen quasi. So, dann haben wir hier oben noch, jetzt muss ich schnell selber schauen. Ach ja, genau. Der Wert Spring da oben unter Damping,
Der beeinflusst quasi, ja, ob sich das Ganze dann sehr knitterig verhalten soll oder nicht. Und ich habe da festgestellt, wenn ich den Wert ein bisschen nach unten drehe, dann schaut das Ganze wiederum auch ein bisschen natürlicher aus. So, und jetzt speichere ich nochmal kurz zwischen. Dann schauen wir uns nochmal an, was denn jetzt passiert. Und wir sehen schon, dass der Wind da sehr schön reinfährt, da hinten. Und unsere Flagge eigentlich schon mal ganz schön wieder zurück in die horizontale Achse bläst. Und das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so von den Einstellungen, weil damit, glaube ich, können wir schon ganz gut arbeiten. Das gefällt mir so schon ganz gut. Gut. Dann haben wir schon mal unsere Simulation im Wesentlichen so, wie wir sie haben wollen. Aber was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt uns natürlich noch ein Himmel, ein Hintergrund und es fehlen uns natürlich noch die entsprechenden Texturen. Dann kommen wir mal zu den Texturen. Und zwar habe ich mir da folgende Textur rausgesucht. Bevor wir eine Textur applizieren können, müssen wir erst einmal ein Material vergeben für das entsprechende Objekt. Das benenne ich auch einfach mal Flagge und die Flagge an sich sollte ich auch mal benennen. So, und jetzt wollen wir das Ganze im Endeffekt in Cycles rendern, weil wir nämlich in Cycles einfach schönere Einstellungsmöglichkeiten haben und letzten Endes auch schönere Render- und Darstellungsmöglichkeiten. Licht und Schatten wird im Blender-Render nicht so schön dargestellt und nicht so realistisch wie im Cycles. Darum werden wir jetzt hier oben vom Blender-Render auf Cycles umstellen. Und ihr seht schon, dass sich das Materialmenü deutlich verändert hat. Und sieht erstmal ganz komisch aus, wenn man es noch nicht kennt und gewohnt ist. Ich habe auch beim ersten Mal erst gedacht, um Gottes Willen, wo ist denn jetzt was? Ist aber eigentlich relativ einfach. Und wir werden die Texturen, habe ich glaube ich anfänglich schon erwähnt, auch mit dem Node-Editor noch bearbeiten und dementsprechend modifizieren. Darum werden wir hier auch mal auf Use Nodes schalten. Und dann werden wir mal unsere Textur definieren. Wenn ich jetzt hier unten auf Texture Mode schalte, sieht man natürlich noch nichts, weil wir noch nichts haben. Rechts neben Color, wenn ich auf den Button klicke, dann habe ich hier schöne Auswahlmöglichkeiten und habe hier die Texturen. Da suche ich mir die Image Texture raus. Dann gehe ich hier auf Open und da habe ich hier Folgendes vorbereitet. Dann nehmen wir uns hier mal unsere deutsche Flagge. So, jetzt haben wir die drin, aber das ist noch nicht besonders toll, weil wir haben noch kein UV-Mapping gemacht. Das müssen wir jetzt auch noch schnell machen. Das ist aber relativ schnell erledigt, weil wir ja ein schönes Rechteck haben. Ich gehe mal in die Frontansicht und in den orthografischen Modus, wähle alles an und gehe hier in meinem, ich war jetzt hier vielleicht zu schnell für euch, in dem zweiten Fenster, das ich aufgemacht habe, einfach auf den UV Image Editor klicken, dann kommt dieses Fenster, dann wird am Anfang wahrscheinlich noch eine Rendervorschau angezeigt. Die kann man ja einfach, da steht dann hier Rendervorschau eventuell drin, bei mir jetzt nicht, einfach wegklicken. Dann holen wir uns unsere Textur, die wir schon geladen haben, die holen wir uns jetzt hier rein. Und jetzt gehen wir wieder hier auf unser Objekt, alle Vertices ausgewählt, drücken auf U und dann haben wir hier das Unwrap-Menü. Da gibt es jetzt einige Möglichkeiten, wie ich das Ganze jetzt unwrappen kann. Ich kann jetzt das hier auf normales Unwrapping machen, aber da macht er manchmal, leider, sieht man ja auch schön, macht er das unregelmäßig irgendwie. Ja, es ist hier oben die Kante nicht so toll, die ist ein bisschen ja, ausgefranst, unten das gleiche und die Textur ist nicht so toll ausgenutzt. Darum werden wir das Unwrapping anders machen, und zwar wieder auf U. Dann gibt es hier Project from View. Also so, wie wir jetzt gerade drauf schauen. Und dann gibt es das nochmal mit dem Zusatz Bounce. Das heißt, er nutzt die Größe und das Format der Textur aus. So, jetzt habe ich hier mein Mesh genau über die Textur gelegt. In allen Ecken schön gleichmäßig und wunderbar. Und jetzt habe ich hier meine Flagge wunderbar drin. Jetzt sehe ich allerdings, dass der Adler vielleicht ein bisschen zu sehr gestretched ist auf der X-Achse. Das können wir jetzt hier noch folgendermaßen beheben, indem ich das Ganze einfach entsprechend der X-Achse etwas
skaliere, und wenn ich den Magneten ausschalte, dann geht es auch ruckelfrei. Wenn ich das jetzt Ganze ein bisschen größer skaliere, dann sieht man hier links im 3D-Fenster wird der Adler ein bisschen schneller. Das kann man jetzt hier schön machen, weil die Textur keine Ränder hat. Und sie ist zwar nicht gekachelt, aber sehr gleichmäßige Farben. Es ist quasi fast schon wie eine Vektortextur. Und darum gibt es hier auch keine Probleme mit irgendwelchen Übergängen, wenn man über die Textur hinausschaut. So sieht es, glaube ich, schon ganz gut aus. Die Textur habe ich übrigens bei Google gefunden, einfach mal Deutschlandfahne eingegeben und habe das dann gefunden und habe mir die dann runtergeladen. Also da gibt es wirklich haufenweise Texturen, auch alle möglichen Nationalitäten an Flaggen natürlich. Und da findet man dann schon das Ansprechende für sich selbst. So, dann machen wir das Fenster wieder zu, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir das schon mal. Dann unser Fahnenmast, der sollte natürlich auch nicht so nackt da rumstehen. Der kriegt jetzt einfach ein Material. Und ich habe das gemäß meiner Vorschau hier einfach mal schwarz glänzend gemacht. Das mache ich jetzt einfach auch mal wieder. Ihr könnt es natürlich dann, wie ihr das haben wollt, machen. Ihr könnt da auch eine Textur drauflegen, könnt es unwrappen und so weiter. Das ist was ich mir jetzt erst einmal gespart habe. Und aber ich finde, der Mast ist fast noch etwas dick. Den skaliere ich jetzt mal noch etwas. Warum magst du mich jetzt nicht? Den skalieren wir noch mal etwas dünner. So gefällt er mir, glaube ich, besser. Okay. So, dann haben wir das jetzt auch erledigt. In der Vorschau sehen wir ja zwei Flaggen. Die will ich auch so drin haben. Allerdings werden wir die zweite Flagge erst ganz am Schluss erstellen, wenn die modifizierte Texturierung und alles abgeschlossen ist. Weil dann müssen wir nämlich bloß kurz das Material kopieren und dann sparen wir uns den ganzen Klimbim zweimal zu machen. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Jetzt würde ich sagen, jetzt sollten wir uns schon mal Gedanken darüber machen, wie wir denn unsere Kamera positionieren und dementsprechend dahinter auch den Hintergrund als Himmel dann definieren. Also ich habe es jetzt so gewählt, ich habe einfach als Hintergrund eine Plane erstellt und habe da ein Himmelmaterial draufgelegt. Und das könnt ihr dann natürlich auch, ja, ihr könnt es auch mit den World-Einstellungen machen, könnt da eine 360-Grad-Textur drauflegen, das könnt ihr auch machen. Je nachdem, wie das für euch dann am besten ist. So, und ich werde mal das Origin nach unten legen, dann tun wir es nachher leichter mit dem Ausrichten und Skalieren. Dazu wähle ich die unteren Vertices an, gehe auf Cursor to Selected. Jetzt gehe ich hier in meiner Tool-Leiste im Objektmodus auf Origin to 3D Cursor. Jetzt haben wir das Origin da unten. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt skaliere, dann bleibt die Plane mit der unteren Kante auf Level 0 und da muss ich sie ja nicht immer wieder nachjustieren in der X-Achse. So, dann werden wir das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben. Und dann haben wir jetzt hier unsere Kamera und die wollen wir ungefähr hier so haben, dass man so von unten drauf schaut auf die Flagge. Und die Kamera kann ich jetzt hier in dieser Ansicht ausrichten, indem ich einfach Steuerung, Alt und 0 drücke auf dem Numpad und dann ist die Kamera im Wesentlichen schon mehr da, wo sie sein soll, wo wir sie haben wollen. Jetzt kann ich hier noch natürlich die Kamera weiter verstellen, entweder mit G, dann kann ich hier die Kamera einfach im Grab-Modus hier so hinbewegen, wie ich sie haben will. Dann gibt es noch mit Shift F den Fly-Modus, den finde ich auch ganz geschickt. Dann kann man hier nämlich ganz fein in allen möglichen Richtungen das noch schwenken und ausrichten. Und ich würde mal sagen, mal nochmal nachjustieren. Es ist jetzt bloß erst einmal wichtig, dass wir ungefähr die Kameraposition haben, dass ich mal sehe, wo denn der Himmel hin soll. Und den Himmel werden wir jetzt auch schon mal unwrappen, damit wir unsere Textur aufbringen können. Jetzt spinnt gerade mein Jetzer. Da reicht es jetzt einfach, wenn wir Unwrap anwählen. Da macht er in der Regel keine lustigen Sachen, weil wir ja bloß vier Vertices haben. Und das passt eigentlich ganz gut. So, jetzt braucht auch der Hintergrund natürlich ein Material, damit wir da eine Textur aufbringen können. Klicken wieder hier rechts von Color auf diesen Button und applizieren unsere Image Texture. Gehen auf Open und ich habe mir hier einen schönen
Morgen- oder Abendhimmel, weiß man nicht so genau, ausgesucht. Und ihr seht schon, der ist jetzt schon hier schön platziert. Ich habe übrigens die Plane ein bisschen rechteckig auch gestaltet, weil die Textur an sich auch nicht quadratisch ist, sondern ein bisschen rechteckig. Und damit es nicht so allzu verzerrt ist, sollte man schon ungefähr darauf achten, dass dann auch die Abmessungen des Objekts dann ungefähr dementsprechend. Wenn ich jetzt 0 auf dem Numpad drücke, dann kommen wir wieder in die Kameraansicht. Und jetzt kann ich hier mal meine Plane schon mal deutlich raufskalieren, dass die schon mal das Kamerasichtfeld ganz gut ausfüllt. Das reicht aber noch nicht ganz. Das müssen wir noch ein bisschen größer machen. So ungefähr. Dann noch ein bisschen rüberschieben. Na, immer noch skalieren. Ja, je nach Kamerawinkel natürlich auch. Vielleicht sollte ich die Kamera doch ein bisschen mehr so in die Position bringen. Vielleicht ist das besser so. Sonst müssen wir ewig skalieren. Ein bisschen mehr von der Lichterstimmung noch herholen. So. Dann die Kamera noch ein bisschen so drehen. Wichtig ist halt, dass wirklich der Himmel unser Kamerafeld wirklich komplett ausfüllt, weil sonst haben wir schwarze Ränder dann beim Rendern und das schaut natürlich nicht besonders toll aus. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal und dann werden wir jetzt unsere Animation nochmal starten, damit wir hier nicht diese flache Plane einfach haben. So, jetzt warten wir kurz ab. Hier standardmäßig noch der Endframe auf 250 eingestellt. Jetzt lassen wir einfach mal noch ein bisschen simulieren, weil mir das jetzt schon ganz gut gefällt. Jetzt würde ich sagen, jetzt stoppen wir das mal. Und ich kann mit den Pfeiltasten, alternativ auch durch Klicken mit der Maus hier unten in der Timeleiste, einfach die Frames durchschalten, die er schon berechnet hat. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal hier so hin. Bleiben wir einfach mal so. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und jetzt wechseln wir hier mal von der Texturansicht in den Render-Modus. Aber vorher schaue ich mal hier, nicht, dass mein Rechner die Grätsche macht mit dem Video Capture und so weiter. Die Render-Vorschau werde ich mal auf 5 runter. Das müsste erstmal reichen. Und wenn ich jetzt hier auf Render-Vorschau gehe, dann sehen wir schon mal, ja, sieht noch nicht so toll aus. Den Renderausschnitt werde ich auch mal begrenzen. Mit Shift B gibt es hier dieses Block-Tool zur Auswahl. Wenn ich jetzt hier ungefähr den Ausschnitt der Kamera wähle, dann rendert er nur innerhalb dieses Ausschnittes. Das spart dann auch ein bisschen Rechnerleistung in der Vorschau. So, der schaut jetzt noch nicht so toll aus, weil wir noch keine anständige Beleuchtung haben. Und darum gehen wir jetzt mal aus dem Render-Modus wieder raus, weil mit unserer Point Lamp da hinten, da werden wir nicht weit kommen. Darum werden wir die mal löschen und applizieren wir uns eine gescheite Lichtquelle und zwar eine Sonne, wie es sich gehört, für eine Szene in der freien Natur. Dann werden wir die Sonne mal auf unser Objekt ausrichten. So. Das Ganze ein bisschen schräg hin beleuchten. So, dann gehen wir gleich mal in die Einstellungen für die Sonne. Da werden wir mal das weiße Licht ein bisschen in Richtung Gelb-Orange bringen, damit das Ganze hier ein bisschen schönere Farbgebung kriegt. So, und wenn wir jetzt wieder in die Kameraansicht wechseln und wieder auf Rendered gehen, dann seht ihr schon, das sieht schon mal besser aus. Jetzt haben wir ja einen unschönen Effekt und zwar wirft die Flagge einen Schatten auf unseren Hintergrund, auf unseren Himmel. Das können wir natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Drum werden wir hier bei der Sonne das Cast Shadow ausschalten. So, jetzt ist es weg und jetzt haben wir hinten auch keinen lästigen Schatten mehr. Wenn ihr den Himmel mit über die World-Einstellungen und über die Background-Texture definiert habt, dann braucht ihr das nicht, weil dann gibt es ja kein Objekt, auf das die Flagge einen Schatten werfen könnte. Das ist also jetzt nur in dem Fall, weil wir als Hintergrund jetzt hier quasi bloß so eine Plakatwand
haben. Gut, jetzt sieht es schon mal ganz nett aus, aber es ist immer noch nicht so der Hit. Und darum werden wir jetzt das weiter verfeinern. Zum einen werden wir die Flagge erst einmal noch weiter unterteilen, weil das ist immer noch ein bisschen zu wenig, um einen realistischen Faltenwurf zu erzeugen. Und das machen wir ganz einfach. Wir wählen unsere Plane an und gehen hier auf die Modifiers und nicht die Plane, das ist der Hintergrund. Seht, das kommt dann, wenn man das nicht beschriftet. Der Hintergrund, der braucht keinen Modifier, der ist gut so wie er ist. Wir gehen auf die Flagge, da haben wir ja schon den Close Simulation Modifier drin und werden uns einen Subdivision Surface reinholen. Und ich stelle den mal in der Vorschau auf 3 und auch im Render-Modus auch erstmal auf 3. Da kommt man eigentlich schon ganz gut hin, aber wenn ihr das rendern wollt und wirklich dann ein schönes Ergebnis haben wollt, dann könnt ihr natürlich den Renderwert dementsprechend erhöhen. Aber für uns sollte es jetzt erstmal reichen. So, sieht ganz nett aus, ist aber immer noch nicht so der Hit, weil wir müssen jetzt unsere Textur und auch das Objekt selber mit Textureinstellungen noch bearbeiten. Und dazu werden wir jetzt Folgendes machen: Da werden wir uns jetzt des Node-Editors bedienen. Ich muss hier kurz meinen zweiten Blender aufmachen, dass ich meine Einstellungen spicken kann, die ich da eingestellt habe. So, dann gehen wir in den Node-Editor. Machen uns hier unten das Fenster auf und wählen hier unten den Node-Editor aus. Wenn ich ihn jetzt finde, ich finde ja leider immer dieses Menü noch sehr unübersichtlich. Wo ist er denn? Ich mache das jetzt ganz einfach mit Shift und F3. Komme ich genauso in den Node-Editor. Dann wähle ich unsere Flagge, die ist schon angewählt. Dann hier unten bei den Einstellungen gibt es hier das Materialsymbol. Das aktiviere ich. Und dann seht ihr, haben wir hier unsere Textur schon drin. Das ist unsere Image-Textur, wo wir unsere Deutschlandfahne geladen haben. Über einen Diffus-Shader geht das Ganze dann in einen Material-Output. Jetzt hier mal wieder die Render-Vorschau aktiviere. So, und jetzt werden wir das Ganze dahingehend modifizieren, dass wir dem Ganzen noch ein paar zusätzliche Eigenschaften verleihen. Zum einen möchte ich ganz gerne dieser Flagge auch ein bisschen an Glanz verleihen. Und darum adde ich mir jetzt hier einen Glossy Shader. Das Adden geht hier im Node Editor genauso wie im 3D-Fenster mit Shift A. Oder natürlich auch hier unten in dem Menü. Aber mit Shift A finde ich es praktischer. Dann habe ich hier verschiedene Optionen zur Auswahl. In dem Fall hier gehe ich auf Shader und dann gehe ich auf Glossy. Dann hole ich mir den hier rein und den Node Editor kann ich einfach mit Drag and Drop, wenn ich jetzt hier auf diesen Anschluss gehe, hier verknüpfen und möchte den hier in das Material mit reinbringen. Ha! Jetzt ist es schon mal glänzend, allerdings ist jetzt meine Image-Textur nicht mehr da, weil ich muss das Ganze kombinieren und zwar mit einem Mix-Shader. Gehe ich wieder in mein Add-Menü, gehe auf Shader, gehe auf Mix und wenn ich den jetzt hier reinsetze, dann verknüpft er das schon mal. Und jetzt kann ich zusätzlich den zweiten Shader, den Glossy Shader, da reinholen. Jetzt ist es ziemlich glänzend, das ist ganz schön viel. Und darum werden wir jetzt die Roughness mal erhöhen. Bei der Roughness ist es folgendermaßen: Wenn die Roughness auf 0 steht, dann ist maximaler Glanz. Man sieht hier, das sieht schon fast gläsern aus jetzt, oder ja, also wie eine ganz, ganz glänzende Oberfläche. Während wenn ich die auf 1 stelle, dann ist fast überhaupt kein Glanz mehr vorhanden. Es ist zwar immer noch ein bisschen Glanz, weil hier durch die Color, die definiert den Schein des Glanzes, ist natürlich durch dieses Weiß, wenn ich das jetzt verändere, ändert sich natürlich dementsprechend auch das Glanzverhalten oder das Erscheinungsbild. Die Roughness habe ich somit mal auf 0,6 definiert und den Ton des Glanzes ein bisschen weiter runter noch gesetzt. Jetzt haben wir hier schon mal so einen ganz einen leichten Glanz, der jetzt noch nicht so ins Gewicht fällt, aber wenn wir uns jetzt gleich noch um diese feine Faltenbildung kümmern, dann fällt es wiederum durchaus dann ins Gewicht. So, die Falten, wie machen wir denn das jetzt? Das machen wir jetzt folgendermaßen, und zwar wir adden uns eine weitere Textur. Und zwar eine Standardtextur aus Blender. Da gehen wir hier auf Texture und dann gehen wir hier auf unsere Noise Texture. So. Die Noise Texture ist nichts anderes wie ein schwarz-weißes Rauschen. Das ist wie beim Bildschirm,
wenn der so statisches Rauschen hat, zum Beispiel Fernseher, kein Empfang, weil, was weiß ich, die Fernsehstation irgendwie der Blitz eingeschlagen ist oder wie auch immer. Das kennt ihr ja dann bestimmt auch mal, dieses Bild. Also nicht, dass jetzt der Blitz alle 3 Minuten einschlägt, aber dass halt einfach mal so ein statisches Rauschen ist, weil der Antennenstecker rausgefallen ist oder wie auch immer. Und genauso sieht auch diese Noise Texture aus. Und die machen wir uns jetzt zunutze, um diese Falten noch zu verfeinern. Wie machen wir das? Wir nehmen einfach den Color Output und setzen den ins Displacement. Das Displacement, das verleiht unserem Mesh noch eine plastische Struktur. Das heißt, die Noise Texture mit ihrem schwarz-weißen Rauschen beeinflusst jetzt unsere Mesh-Oberfläche. Wobei es dann darum geht, dass die Schwarzen hervorgehoben werden und die Weißen nicht oder andersrum, das weiß ich jetzt nicht so genau. Das spielt jetzt aber bei der Noise-Textur jetzt nicht unbedingt eine große Rolle, weil das ein relativ gleichmäßig verteiltes Rauschen ist. So, wenn ich jetzt hier mit dieser Noise-Textur etwas spiele, dann werden wir sehen, dass wir da einen schönen Effekt erzielen. Zum einen werde ich mal die Skalierung erhöhen. Die habe ich mal so auf 10 gewählt. Und jetzt seht ihr schon, dass hier schon so eine schöne, leichte Struktur daherkommt. Und jetzt werde ich noch die Distortion, die werde ich jetzt mal auf 3 stellen. Das ist noch die zusätzliche Störung quasi, die man da noch aktivieren kann. Und ihr seht schon, das sieht doch schon mal brauchbar aus, würde ich sagen, oder? Eine verknitterte Flagge, die hier schön im Wind sich bewegt. Jetzt kann man das Ganze noch natürlich beeinflussen durch die Beleuchtung. Jetzt werde ich hier unten nochmal schnell ein zweites 3D-Fenster aufmachen und werde einfach mal von der Draufsicht die Sonne noch ein bisschen verdrehen, und zwar über den Nullpunkt, und werde einfach mal versuchen, durch Verdrehen der Sonne dementsprechend das Schattenverhalten zu verändern. Ihr seht schon hier, wenn ich das hier rüber drehe, jetzt sieht es so aus. Also da müsst ihr halt einfach auch rumprobieren, wie das dann am besten ausschaut. So, und das war es im Wesentlichen eigentlich auch schon zum Node-Editor, was jetzt diese Szene betrifft. Ein paar kleine lustige Verknüpfungen, ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Werte eingestellt und schon schaut es recht brauchbar aus. Übrigens beim Mix-Shader hier, der Faktor, der steht standardmäßig auf 0,5. Das heißt, es wird jetzt unsere Image-Textur, die ja an dem Diffus-Shader hängt, mit dem Glossy-Shader im gleichen Verhältnis gemischt. Wenn ich jetzt den Wert auf 1 stelle, dann habe ich jetzt nur den Glossy-Shader drin. Wenn ich jetzt den Wert auf 0 stelle, habe ich nur unseren Diffus-Shader mit der Deutschland-Textur, der Deutschland-Fahne-Textur drin. Und wie gesagt, einfach ausprobieren. Standardmäßig ist es auf 0,5. Ich würde sagen, das belasse ich jetzt auch mal so. Und aber je nach Belieben müsst ihr halt einfach schauen, was euch da am besten gefällt. Gut, jetzt haben wir das auch. Jetzt brauchen wir bloß noch unsere zweite Flagge. Und das geht jetzt relativ einfach vonstatten. Wir kopieren uns einfach das ganze Ding. Ach, ich habe noch was vergessen. Ich wollte ja noch schauen, wie sich der Mast verhält. Weil der Mast an sich ist, glaube ich, jetzt noch relativ langweilig. Ja, der ist halt einfach schwarz. Und ich habe das einfach folgendermaßen gemacht, dass ich hier einfach den Diffus-Shader gelöscht habe und habe hier einfach auch einen Glossy-Shader rein. Habe den damit verknüpft. Habe den relativ, ich glaube, sogar auf schwarz gestellt. Die Roughness auf 0. Und je nach Sonneneinfall, jetzt leuchtet er gerade nicht so schön, aber je nach Sonneneinfall sollte er dann nicht leuchten natürlich, sondern sollte er dann dementsprechend einfach reflektieren. Aber das könnt ihr einfach ausprobieren, wie das für euch am besten ausschaut.
Ich sehe gerade, ich habe hier wohl. Ah ja. Schauen wir einfach mal ein bisschen rumprobieren. Kommt jetzt hier in der Vorschau auch nicht so gut rüber. Im Renderergebnis ist das Ganze dann noch mal detaillierter. Aber wie gesagt, einfach ausprobieren. Dann werden wir jetzt einfach mal unsere Flagge duplizieren. Und werden die einfach mal hier so ein bisschen irgendwo. Ich sehe schon, es fängt gerade ein bisschen das Laggen an bei mir. Das liegt daran, dass das Video Capture läuft und zweimal Blender offen ist. Und hier der Blender auch noch, sehe ich gerade. Der zweite, wo ich immer spicke. Noch mit dem Subdivision Surface und so weiter. Und dann geht der Rechner kurzzeitig doch mal ein bisschen in die Knie. Jetzt werde ich hier mal das Subdivision Surface in der Vorschau einfach ausschalten. So, dann gehen wir mal in die Kameraeinstellung wieder zurück. Und ja, ich glaube, man könnte mit der Kamera jetzt noch ein bisschen näher hinfahren. So, vielleicht. So. Gut, jetzt haben wir hier natürlich zweimal die gleiche Textur drin. Übrigens, ich habe jetzt gerade auf Texture Mode umgeschalten und er hat mir aber die Textur nicht aktualisiert. Das kann daran liegen, dann muss man eventuell nochmal im Node Editor auf einfach beim Objekt auf die Image Texture klicken. Dann stellt das auch dar. So, jetzt wollen wir hier aber eine andere Textur haben. Jetzt mache ich es mir einfach einfach. Ich gehe hier einfach, wähle meine zweite Flagge an, die ich hier habe, dupliziere das Material hier mit der Ziffer. Die Ziffer bezeichnet, dass jetzt zwei Objekte dieses Material als Eigenschaft nutzen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich hier ein zweites Material, ein eigenständiges, ein uniques Material, das ich jetzt hier einfach verändern kann, ohne dass sich das Material verändert. So, jetzt schmeiße ich hier mal die Deutschlandfahne raus, gehe auf Open Texture, holen wir jetzt mal hier in dem Fall die Euroflagge. Und nachdem die ungefähr das gleiche Format hat wie die Deutschlandfahne, muss ich hier UV-Mapping technisch eigentlich ja gar nichts machen. Weil es ist jetzt nicht ganz ein Kreis. Man könnte das jetzt von den UV-Koordinaten noch ein bisschen korrigieren. Aber das spare ich mir jetzt. Das könnt ihr ja dann machen noch, wenn euch das nicht so passt. So, jetzt habe ich das zweite Objekt dupliziert. Jetzt ist es noch nicht Bestandteil in den Frames der Simulation. Das heißt, ich muss die Simulation jetzt nochmal starten und lasse ihn jetzt nochmal machen. Den Node Editor, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Na, jetzt ist ein bisschen überfordert mein Rechner gerade. Jetzt lassen wir einfach mal den Wind seine Arbeit tun und schauen, wie das Ganze sich so verhält. So, ich lasse es jetzt mal nicht bis Frame 250 durchlaufen für dieses Tutorial. Jetzt gehen wir einfach wieder ein Stück zurück. Schauen mal, das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Und wenn wir jetzt hier die Subdivision Surface wieder einschalten, einmal und dann auch hier, dass man es halt in der Vorschau sieht. Gerendert würde es sowieso, es sei denn, es werden hier die Kamerasymbole deaktiviert, dann wird auch das Rendering dann unterbunden. Und wenn ich jetzt hier auf Rendered Vorschau gehe, dann seht ihr, dass wir doch ein sehr schönes Ergebnis hier haben mit einem schönen Faltenwurf. Und man kann sicher da noch vieles verbessern, aber so von der Grundidee, dass ihr mal wisst, worauf es im Wesentlichen ankommt, glaube ich, ist eigentlich alles enthalten. Und ja, jetzt kann man das Ganze noch rendern. Auch das spare ich mir jetzt, weil ich habe das ja schon gemacht hier. Gut, da sind die Texturen vertauscht. Würde ich sagen, dann sind wir eigentlich schon am Ende des Tutorials angelangt. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es bitte auch hinein. Wie gesagt, das ist mein allererstes Blender-Tutorial und da muss ich noch viel üben und viel lernen. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen,
Es wird in der nächsten Zeit noch das ein oder andere Tutorial geben über verschiedene Themen. Und es ist ja immer noch der Umstand, dass deutsche Tutorials immer noch sehr, ja, wie soll ich sagen, dass es halt noch nicht viel deutsche Tutorials gibt. Die meisten sind in Englisch, da gibt es sehr gute und sehr umfangreiche auch. Aber wenn jemand des Englischen nicht so mächtig ist, dann ist er natürlich schon froh, wenn er dann mal ein deutsches Tutorial auch irgendwo findet, das solche Themen auch behandelt. Und genau. Und darum werden noch weitere Folgen von mir auch. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren. Ich freue mich über jedes Abo und über jeden Daumen hoch. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln.